Bruno geht's nicht gut. Hat Bauchweh. Wir fahren nachher gleich zum Tierarzt und die Emmy liegt bei ihrem Bruder. So, wir sind jetzt beim Tierarzt angekommen. Erik ist als Begleitung für Bruno mit. Armer Schatz. Das ist echt nicht seine Woche. Montag bleibt er im Schrank stecken, hinterm Schrank in der Ecke und ja, na, geh mal rein. So, wir haben eine Aufgasung unter Temperatur und ja, haben Medikamente mitbekommen. Er wurde gerönt. Da hat man das ganz gut gesehen. Vorne und hinten jeweils eine Aufgasung und jetzt müssen wir schauen, dass wir den Bruno wieder hinkriegen. Echt nicht seine Woche. So, Erik. Bruno hat eine Aufgasung unter Temperatur. So, also. Ihr zwei, ha? So, also Bruno hat jetzt diverse Sachen bekommen. Ich habe auch Medikamente für ihn mitbekommen. Jetzt mache ich ihm eine Wärmflasche und Peppelbrei soll er bekommen, also nur ein bisschen, dass das nicht überlastet wird. Also die Medizin, die er bekommen hat, hat auf jeden Fall schon gut geholfen. Ganz offensichtlich, Bruno. Wer ist da ein Karottengrün? Hat es schon geholfen, was du gegen das ganze Gas bekommen hast, Bruno? Ja, das freut mich. Okay. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das hat scheinbar schnell angeschlagen. Also hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Also jetzt erstmal kein falscher Hoffnungsalarm, weil es ja oft so, dass ein Karottengrün jetzt noch nicht sagt, wie es weitergeht. Aber immerhin, immerhin. Schauen wir mal, dass wir den kleinen Mann wieder auf Vordermann bringen. Erik fand es natürlich ganz schlimm, kann man sich vorstellen. Das macht die Lotte. Erik ist erstmal ins Badezimmer geflüchtet. Lotte, du bist im Bild. Möchtest du jetzt den Dill essen? Schön, dass du Bruno den Dill weg isst. Schau mal her, Lotte. Isst jetzt den Stängel, da tut sich der Bruno eh schwer. Bruno kriegt den frischen Dill. Und Petersilie haben wir noch.
macht mich jetzt echt glücklich. Und wie er kaut. Schön. Gibt's was Schöneres als einen essenden Hasen? Bruni, du bist ja wie ausgewechselt. So, Bruno hat jetzt noch eine Wärmflasche bekommen. Natürlich nicht zu heiß. Noch schön eingewickelt, dass er sich nicht verbrennt. Oh, und hier legt sich sogar drauf. Ist das süß. This is 27, it doesn't matter what I've been through. I should go out too, but I still act like I'm 11. I'm not emotionally sound since I left you. And no, I don't like to be the bad guy. Bleib nur sitzen, Bruno, komm, bleib auf. But I had you where I wanted you, never had to ask. Set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask. I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels. So, ich habe jetzt für Bruno trotzdem mal Pepperbrei gemacht und er nimmt ihn auch. To be someone you love, and it gets me down. Let it slip so much. Kein Wunder, dass ich Erik nicht raustraue bei der schlechten Musikbeschallung hier. Boah, ich hasse sowas, wenn man das von den anderen mit anhören muss. Osterwochenende denkt man, man hat ein bisschen Ruhe. Nee. Jetzt kümmert sich Bruno um seine Schwester. Ich bin genervt des Todes. Wir öffnen zusammen Türchen Nummer 9 vom Osterkranz. Vorletztes Türchen. Und es versteckt sich hinter Türchen Nummer 9 ein Ei. Never had to ask, I'd set the world on fire just to get it back. Don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down, down, down. Yeah, I had you where I wanted you, never had to ask, I'd set the world on fire just to get it back. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. Yeah, I had you where I wanted you, had you by my side, it was all I ever needed, but couldn't realize. I don't know how it feels to be someone you love, and it gets me down. I let it slip somehow. So, für mich gibt's jetzt endlich Abendessen. Einen Apfel als Vorspeise. Als Hauptgericht gibt es einmal Kürbissuppe und zwei Scheiben Brot mit Butter und eine mit Butter und Gouda. Guten Appetit! Drückt dem Bruno die Daumen, dass es bei ihm weiter vorwärts geht. Köthe Liese noch nicht so überragend. Also ein paar kamen, die waren nicht so, wie sie sein sollen. Also da muss sich auf jeden Fall noch was tun, aber ich habe ja die ganzen Medikamente, die ich ihm dann noch gebe, heute und morgen. Und dann bitte Daumen drücken und hoffen, dass es bei ihm wieder alles gut ist dann. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss!